365 Tage harte Arbeit stecken in dem Open-Air-Spektakel. Linz leuchtet wieder. Und sucht. Die Klangwolke hat 80.000 Besucher in den Linzer Donaupark gezogen. Heuer mit Schauspielerin Suni Melles. Sie erzählt das Gilgamesch-Epos. In einem Widertag, der sinnlose Tyrannei umformen kann. Dieses Gilgamesch-Epos ist ja 5.000 Jahre alt. Es ist noch vor der Bibel. Und man merkt, dass auch die Bibel und also jede Religion oder Gott oder Götter, wir erschaffen haben in unserer Seele und das teilen wir jetzt auch heute. Also es ist wirklich ein Denkanstoß, sagen wir mal. Der international bekannte libanesische Musikmanager Pierre Audi führt Regie. It's kind of a journey. Es ist eine Reise in eine sehr alte Geschichte. Sie verbindet auch aktuelle Themen, die uns jetzt betreffen. In der Geschichte ist auch eine Warnung, was den Klimawandel betrifft, also die Umweltverschmutzung. Es geht aber auch um Liebe, Verlust und Muttersein. Viele Themen sind hier verpackt. Jeder kann sich davon etwas mitnehmen. Es ist ein Jahr Vorbereitungszeit. Man denkt, welcher Regisseur ist dafür verantwortlich? Wie kann man den Donauraum, der ja einer der schwersten ist zu bespielen, richtig mit den richtigen Personen zu besetzen? Also das ist schon eine sehr große Kopfarbeit. Und ich freue mich jedes Jahr. Also es ist immer wieder anders, different. Und heuer ist es einfach, ich war bei der Generalprobe dabei, einfach, ich kann nur sagen, eine Poesie. Ein Spektakel ohne Sponsor undenkbar. Die Sparkasse Oberösterreich unterstützt die Großveranstaltung. Ja, wir sind ja schon zum 7. Mal Ermöglicher der Klangwolke und die Klangwolke liegt uns besonders am Herzen, weil nach den Angaben der Veranstalter ist ja das eigentlich die größte europäische Freiluftinszenierung, die es überhaupt gibt und das ist uns wichtig. Es soll für alle Menschen zugänglich sein. Ich glaube, es ist eines der kulturellen Aushängeschilder in Linz, die Klangwolke, seit vielen, vielen Jahren. Wenn man sich in die Anfänge zurückerinnert, bis heute ist ja einiges passiert, klassische Evolution über die Jahre hinweg und das hat sehr zum positiven Image von Linz natürlich beigetragen. Drei Schiffe, LED-Bildschirme, Pyrotechnik. Mittendrin die Florianer Sängerknaben. Ja, ich glaube, die Klangwolke ist ganz was Besonderes. Und da sind auch viele Menschen, die da gern mitwirken wollen. Und deswegen hat sich das immer weiterentwickelt. 500 Menschen machten die Klangwolke heuer zum größten Gesamtkunstwerk auf der Donau. Thank you.